Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Investigativrecherche bei der Tomek. Der Webvideoproduzent Emra lud mit 2 Millionen Abonnenten vor knapp einem Monat ein Video hoch, in welchem er 7 Geldspar-Lifehacks zeigte. Nahezu das ganze Video fand mit Julian Bam statt, außer einem Teil, und über diesen reden wir heute. Bei etwa Timestamp 4:26 sieht man Julian Bam nicht mehr und Emra fängt an, den Service Shoop vorzustellen. Kurz nebenbei, Shoop ist Deutschlands größte Cashback-Seite mit mehr als 600.000 Nutzern. Den Service Shoop bzw. im alten Namen Quipu stellten bereits einige andere YouTuber vor, jedoch alle als gekennzeichnetes Product Placement. Den Anfang machte Aaron Troschke vom Kanal Hey Aaron. Dieser stellte den Teens sehr ausführlich vor und veröffentlichte einen Link, durch welchen man 1000 Pizzen kostenlos bekam. YouTuber Nummer 2 ist Jero, auch dieser kennzeichnete sein Placement. Als Link in der Beschreibung war ebenfalls eine Weiterleitung zu Shoop, bei welchem man 10 Euro Cashback bekam. Dazu kommen weitere YouTuber wie Proveness oder Abgecreeft. Alle genannten YouTuber kennzeichneten ihr Product Placement, so wie es sich auch in Deutschland gehört. Außer Emra, dieser stellte den Dienst zwar sehr detailliert vor, jedoch kennzeichnete absolut nichts. Im Video ist vom Anfang bis Ende keine Einbindung zu sehen. Die Beschreibung besteht nur aus dem Link zu Shoop, 2 Verlinkungen zu Julian Bam, einen ungekennzeichneten Reflink zu Amazon, seinen Social Media Kanälen und seiner E-Mail. Dazu hat er nebenbei ein Foto vom Instagram-Profil des Schauspielers Terry Crews geklaut, ohne Quellangabe. Nun, viele mögen sich fragen, vielleicht war es auch kein Product Placement wie bei It's Colossal. Unsere Antwort, doch, es war ein Product Placement. Nach einigen Stunden Recherche bekamen wir einen Kontakt zur Pressezuständigen von Shoop bzw. damals Quipu. Diese schrieben wir an mit folgender Fragestellung. Zitat, handelt es sich bei dem Video von Emra um ein Product Placement seitens Quipu bzw. Shoop? In der Mail zählten wir alle uns bekannten Placements von Shoop auf. Die Antwort kam wochenlang nicht. Telefonisch war die Frau auch nicht erreichbar. Bis heute. Nach über einem Monat Wartezeit antwortete uns Frau Weidel von Markengold, der zuständigen PR-Agentur von Shoop, mit der Entschuldigung für die späte Rückmeldung. Jetzt könne man unsere Frage jedoch beantworten. Christina Weidel antwortete uns, Zitat, bei den von Ihnen aufgeführten Beispielen handelt es sich um Product Placements von Shoop, die über Reach Hero organisiert wurden. Auf telefonische Nachfrage wurde uns nochmal versichert, dass auch das Video von Emra eine bezahlte Produktplatzierung seitens Shoop war, welche über Reach Hero abgewickelt wurde. Nun, nach unserem gesetzlichen Rundfunkstaatsvertrag § 58 Absatz 1 muss Werbung als solche klar erkennbar sein. Das war hier nicht der Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.